Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Discworld. Ich hatte recht. Ich hätte ja gesagt, hier ist irgendwie noch ein bisschen wenig. Ich habe noch was gefunden. Den Rand der Welt. Ich hoffe, dass wir dort jetzt hinkommen und dort irgendwie Progress machen. Ansonsten sind meine Ideen gerade ein bisschen dünner. Wir schauen mal, ob wir dort überhaupt hinkommen. Ja, Rincewind ist da mal eben rübergeschwommen. Okay, wir sind am Rand der Welt. Ein Regenbogen. Oh, wunderschön. Sehe ich auch so. Können wir da rüberlaufen, so wie in Kyrandia? Das funktioniert nicht. Okay. Regenbogen. Kokospalmen. Kokospalmen. Kokosmilch? Bitte spiel. Genau richtig, um Kokosnüsse außer Reichweite zu halten und mir somit ein weiteres Problem zu bescheren. Ja, kommen wir da ran. Oh, oh. Es war irgendwie klar, dass er das abkriegt. Ah, wir haben eine Kokosnuss. Der Rand. Ich wusste, dass mich dieses Spiel schließlich an den Rand des Wahnsinns treiben würde. Ja, aber da waren andere Spiele näher dran bei mir. Vögel? Sie fangen alle Fische, die über den Rand geraten. Ja, da läuft ja das Wasser einfach so in den Weltraum. Die Lampe? Sehr praktisch. Kann man die mit... Wir haben irgendeine total seltsame Lampe eingepackt. Das ist, glaube ich, so eine viereckige Taschenlampe. In ihrem Innern schwappt Öl. Mit Öl? Wir haben Öl. Wie auch immer. So, Kokosnuss. Können wir dich mitnehmen? Das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Du bist hierher geschwommen. Jetzt kannst du doch da ein bisschen mit den Füßen ins Wasser. Nein, aber okay, wir haben... Ja, noch unser Schmetterlingsnetz. Geht das damit? Bitte, bitte. Sehr schön, wir haben eine Kokosnuss. Hey, das Ding enthält Milch. Das Ding enthält Milch. Kommen wir da ran? Ah, jetzt komme ich an die Milch heran. Sehr schön. So, dann hätten wir alles für die Damen vom horizontalen Gewerbe. Das ist alles, was wir hier kriegen. Also eine Lampe und Milch. Milch ist auf jeden Fall Progress. Kommen wir auch wieder nach Hause? Ja, kommen wir. Wir machen Progress. Progress, Progress. So, dann müssen wir jetzt erstmal hier rauskommen. Dann Sven, sei nicht so störrig. Ich hoffe, ich raus hier. So, für das horizontale Gewerbe müssen wir in der Nacht kommen. Tagsüber schlafen die ja. Also noch einmal die Gefilde wechseln. Da bin ich gespannt, was wir von denen dann bekommen. Irgendwie eine besondere Behandlung oder irgendwas. Aber wieso man dafür Kuchenzutaten braucht, das ist wieder eine andere Sache. So, wir gehen nochmal zu den Damen. Ist unsere Leiter noch da? Ja. Also, damit bin ich noch nicht so fertig, glaube ich. So, wir hätten aber jetzt Milch. Dann zack, zack. Ah, jetzt gehst du doch rein. Meine Güte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was ist das? Im Ernst? Eine Schüssel mit Pudding. Gefällt's dir nicht? Eine Schüssel mit Pudding?
Deine Spezialbehandlung besteht aus Pudding? Warum denn nicht? Ich weiß gar nicht, was du dir vorgestellt hast. Ich bin eine vielseitige Frau. Meine Oma sagte immer, gutes Küssen währt nur 5 Minuten, aber gutes Kochen reicht für Jahre. Viele Männer kommen zu mir, um Pudding zu naschen, den sie zu Hause nicht bekommen. Hey, warum grinst du so? Schmeckt großartig. Besser als der Pudding meiner Oma. Und jetzt nehme ich ein Bad. Wer guten Pudding rührt, bleibt nicht sauber. Als Zauberer darf man zwar nicht, du weißt schon, aber dafür kann man so viel Pudding essen, wie man will. Ich wollte gerade sagen, wieso kriegen wir hier wieder Pudding? Pudding hatten wir erst. Ist das wieder eine Unterhose? Entweder sind das patentierte Elefantenwärmer oder es handelt sich um eine Pumphose. Welche der beiden Möglichkeiten trifft wohl zu? Da steht Pumphose dran. Also hat er die jetzt beim Baden geklaut oder was? Okay, wie auch immer, aber ich glaube, man ist doch ein Mann, wenn man eine Dame die Unterhose geklaut hat, oder? Ah, wir gehen nochmal zum Gassenjungen. Da sollen wir ja unsere Mannhaftigkeit beweisen. Okay. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Aber was machen wir mit der anderen Unterhose von dem Typ? Naja, gut, egal. Wird sich vielleicht noch irgendwann ergeben. So, dann müssen wir zuerst mal nochmal den Tag wechseln. Wir machen Progress. Progress. So. Zack, raus da. Platz. So, dann kriegen wir irgendein Handzeichen beigebracht. Hat er uns versprochen. Meinem Kopf bahnen sich gerade Ideen an. Drohe. So, gib dir mal die Unterhose. Ich lebe. Nun, was hat es mit der Handbewegung auf sich? Ganz einfach. Du bewegst die Hand so und so und so. Probier es bei den drei Alten dort drüben aus. Also, das macht er jetzt selbst. Wieso haben wir jetzt einen BH? Ein großzügig gepolsterter Büstenhalter. Haben wir die Fähigkeit jetzt? Ja, wir haben eine Handbewegung. Und da habe ich eine Idee. Wir reden uns erstmal nochmal mit dem Gassenjungen, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Dann habe ich eine Idee. Idee. Derzeit habe ich nicht den Leid. Okay, alles klar. Idee. Und zwar haben wir noch jemanden kennengelernt, von dem wir einen goldenen Gegenstand haben wollen. Und der meinte, einen Kollegen würde er es geben. Und ist nicht auch der Typ, mit dem der Gassenjunge das mal vorgeführt hatte, war der nicht auch so jemand mit so einem weißen Schnurrbart? Vielleicht können wir uns ja das Werkzeug, das goldene Welche, leihen, wenn wir quasi ein Kollege sind. Das ist jetzt ein Versuch wert. So, nimm mal deine Handbewegung. Ja, wir haben eine Kelle. Er hat sie in der Hand gehabt. Ich hab's gesehen. Genau das wollte ich. Wir haben die goldene Kelle. Sehr schön. So. Dann haben wir nur noch den Hinweis auf den Dieb. Der war ja auch
bei diesem Beschwörungsgedönse dabei. Der müsste jetzt schlafen. Können wir den auch irgendwie mit der Handbewegung um seinen Gegenstand anleuchten? Wieso ist die Leiter jetzt nicht da? Wir haben die in der Vergangenheit hingelegt. Auch Spiel. Weil in der Vergangenheit hatte offensichtlich keine Bewandtnis. Spiel, das ist nicht logisch. Das Spiel weiß nicht, wie richtige Zeitreise funktioniert. Ach Mann. Na gut. Was man nicht im Kopf hat, hat man in der Maushand. Dann nochmal zurück in die Nacht. Sowas ist ein bisschen ärgerlich. So, dann in die Gasse. Nee, in den Schatten. So war das. Und dann nochmal außen rumlaufen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Leiter natürlich wieder eingepackt. Ah, nee, da. Dann. Nee, kannst hinten bleiben. Ich habe falsch geklickt. Macht ja eigentlich auch Sinn, dass der Dieb die Leiter sieht und sie natürlich entfernt hat. So, du, bleib mal kurz hier. Du kriegst eine Leiter. So, Leiter. Dann nochmal zurück. So, einmal durchs Loch durch. Und dann nochmal dahin, wo wir herkamen. Nur diesmal bei Tag. Jetzt steht er da bestellt und mich abgeholt. So, dann nochmal hier hin. Truhe? Truhe. Ja. So, Leiter. Schuppen. So, allein davon, von dem Knall, ist wahrscheinlich schon jemand wach geworden. Ah, jetzt ist auch kein Schnarchen zu hören oder zu sehen. Schläft er wieder ein? Ah, wir gehen mal kurz hoch zu den Damen. Die auch friedlich schlummern. Ah, jetzt ist wieder das Z. Verschlafen. Können wir dort eine neue Fähigkeit benutzen? Das funktioniert nicht. Ja, nee, eigentlich macht es auch keinen wirklichen Sinn. Das funktioniert nicht. Ja, ich wollte es nur mal ausprobiert haben. Pack das mal wieder ein. Ja, aber wenn wir da jetzt wieder reingehen, ist er wieder wach. Das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Vorher bist du doch da reingegangen, oder? Wieso packt er die Leiter nur wieder ein? Ah nee, ich hab nur einmal. Ja, jetzt werden wir direkt wieder zurückgestoßen. Müssen wir dort doch tagsüber irgendwas hinterlegen in seinem Bett? Irgendwie
Kleber oder irgendwas. Wir haben halt Öl in der Laterne. Wir haben eine Mülltonne. Also was haben wir bisher noch nicht benutzt? Auf jeden Fall den Dünger. Den Esel. Die rosa Pumphose. Das Bild. Die Stärke. Den Knallkörper. Die Feder. Ja gut, wenn der Typ schlafen würde, würde ich sagen, wir kitzeln ihn mit der Feder wach. Kann man mit der Feder da was machen? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. War ein Versuch wert. So, mit den Feuerwerkskörpern, da hat man ja den Knallkörper rausziehen können. Könnte eventuell benutzt sein, die Pflaumen haben wir benutzt, den Stock haben wir benutzt, Laken haben wir benutzt, Mais haben wir benutzt, Netz haben wir mehrmals benutzt, Streichholz haben wir mehrmals benutzt, Schaumbad gar nicht, den Topf auch noch nicht, Mülltonne nicht. Was machen wir jetzt mit dem BH? Es kann natürlich sein, dass das Spiel einem bewusst Gegenstände gibt, die nie einen Sinn haben. Da habe ich halt bei dem Esel die starke Vermutung und bei den Pumphosen eigentlich auch. Die andere Baustelle ist halt auch noch dieser Hofnarr. Der ja auch eindeutig zur Sekte gehört. Und scheinbar auch der Chef von dem Laden ist, aber bei ihm haben wir nichts Goldenes gesehen. Ich habe es nicht gefunden. Dann gehen wir nochmal zum Palast, da die Wächter sich ja total verkracht haben. Ja, ist da unbewacht. Also gehen wir einfach rein. So, mich macht die Existenz von zwei Badezimmern irgendwie immer noch nervös. So, du da. Hast du irgendwas? Da blinkt auch jetzt nichts. Weil da seine Glöckchen, die könnten halt golden sein. Das weiß man noch nicht. So, was können wir mit dir tun? Willst du ein BH haben? Das funktioniert nicht. Nein, okay. Das funktioniert nicht. Ja, ich habe drüber geklickt. Willst du... Das funktioniert nicht. Nein. So, Moment mal. Wenn wir ihn schmutzig machen, geht er dann ins Badezimmer? Wir haben eine Mülltonne. Und er hätte es verdient, dass wir Müll über ihn auskippen. Ja, wir können. Lach, ich ist schmutzig. Lach, ich will baden, will baden. Praktische Kritik ist immer deutlicher als viele Worte. Praktische Kritik. Das muss ich mir merken. Das ist überhaupt keine Überraschung. Der Igel ist in jedem Fall besser dran. Oh, Lachi, Macht, endlich Macht. Macht, Lachi, 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 Lachi. Ich bin geboren, um die Welt zu dominieren, Lachi. Jetzt müssen die Leute lachen. Komik wird zur Pflicht. Dreimal am Tag muss es zu spontaner Ausgelassenheit kommen. Alle sollen lachen, bis sie umfallen. Ein goldenes Zeitalter. Zeitalter. Lachi, Lachi! Lachi, Lachi, Lachi! So, da ist eine Mütze. Können wir die mitnehmen? Lachi hat einen Zauberer gesehen. Lachi, 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 check! Sei still! Psst! Zauberer-Alarm! Zauberer-Alarm! Sei still! Sei endlich still! Lachi sieht! Lachi schreit! Okay, können wir jetzt da dieses Schaumbad-Geraffel da tun? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe eine
einen Zauberhut gesehen? Sei still! Es stimmt, ich habe den Hut eines Zauberers gesehen! Du bist eine Petze. Das funktioniert nicht. Und das Schaumbad? Ah! Oh, ja, okay. Hilfe, Auge, Auge! Ja, lass mich spielen, ich will da Dings da. Okay, wir haben eine Narrenkappe. Mit eventuell goldenen Klöckchen dran. Genau, das weiß man noch nicht. Extra schaumig. Dann machen wir uns mal vom Acker. Ist das jetzt ein weiterer goldener Gegenstand? Eine Narrenkappe mit einem goldenen Glöckchen. Ha, goldenes Glöckchen. Okay, das war unser Stichwort. Vielleicht war das jetzt auch alles an goldenen Gegenständen. Hatte man uns eine Zahl genannt? Ich weiß nicht mehr. Wir gehen nochmal zum Drachen und geben da mal das Zeugs ab. Der Narr hat es auf jeden Fall verdient. Aber irgendwas muss noch mit dem Dieb sein. Aber ich weiß noch nicht was. Moment, der Drache war hier. So, wir geben einfach mal das Zeugs ab. Von dem wir glauben, dass er das haben möchte. Oh. So, die goldene Kelle. Gut. Für jemanden mit weicher Haut bist du gar nicht so übel. Danke. Nun ans Werk. So, dann die Kappe. Gut. Für jemanden mit weicher Haut... Danke. Nun ans Werk. So, dann hatten wir noch das Zähnchen. Gut. Für jemanden mit weicher Haut bist du gar nicht so übel. Danke. Nun ans Werk. Die Bürste. Gut. Für jemanden... Danke. Nun ans Werk. Das ist nur der Mais. Die goldene Banane haben wir halt nicht mehr. Wir quatschen mal mit dem Drachen. So etwas sollten wir besser vermeiden. Zauberer und Flammen vertragen sich nicht. Ja, du hättest mal mit dem reden können. So fehlt da wohl noch irgendwas. Das Öl von der Laterne der Büstenhalter, den wir erst gekriegt haben. Und warum haben wir den Topf mit Schaumwasser? Und die Stärke hier haben wir auch noch nicht benutzt. Jetzt tagsüber im Park irgendwas. Nein. Wir gehen nochmal in die Trommel, da waren wir schon ewig nicht mehr. So, ihr seid noch lediert wie eh und je, aber dieser Angeber da hinten... Der hat noch nie eine Bewandtnis gehabt. Er hat uns ja erklärt, wie wir ihn bestehlen. Mit dem kann man nicht wirklich was machen. Aber mit dem Angeber hatten wir noch nicht wirklich was getan. Hallo? 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 Nun, ja. Ach, und damit hat sich's wie? Auf diese Weise begrüßt du den größten Helden dieser Ära? Den einen, den einzigen, den unbezwingbaren? Wie bitte? Ich bin wichtig, jawohl! Kann mir nicht die Zeit nehmen, auf jeden dummen Gruß zu reagieren. Nun, wie möchtest du begrüßt werden? Ah. Ich find's nicht schlecht, wenn man mir einen ausgibt. Ich bin Flobart, der unbesiegbare, größte Dieb im Multiversum. Ich habe alles überlebt. Gegen den Ameisengott von Quacks habe ich gekämpft und er existiert nicht einmal. Außerdem habe ich den Aufenthalt im Tal der spärlich bekleideten und erstaunlich gut frisierten Amazonen überstanden.
Aus Ophlos Tempel bin ich entkommen. Vor mir ist es noch niemandem gelungen, ihn in weniger als 3 Teilen zu verlassen. Ich glaube kein Wort davon. Haha, du wagst es, den größten Helden dieser Ära für einen Lügner zu halten? Fluss auf und Fluss ab bin ich bekannt. Jawohl. Der Fluss? Ja. Meinst du den Ankh? Ist das nicht gefährlich? Man muss auf die Kröpfe und das Gieren achten. Gieren? Was meinst du damit? Für mich noch einen Krug, danke. Bei einer anderen Gelegenheit habe ich blabla Prahl, blabla. Wirt, was zu trinken? Stimmt, das Bier hatten wir schon mal gehabt. Müssen wir das irgendwie manipulieren? Das hatten wir ihm nämlich schon mal ausgegeben. Lauge reinmachen? Das funktioniert nicht. Aber er hat auch was, er möchte begrüßt werden. Wir haben noch diesen Gruß gelernt. Das funktioniert nicht. Nee, das ist es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas in sein Getränk mischen müssen. Leichtes Öl der Laterne? Das funktioniert nicht. Pflaumen? Das funktioniert nicht. Muss ja eher was Flüssiges oder Pulvermäßiges sein. Stärke? Das funktioniert nicht. Das Schaumbad haben wir nicht mehr. Dünger? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja, ich bin verzweifelt. Das funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ich schicke euch in die Pause und probiere mal noch ein bisschen rum. Daumen drücken und bis gleich.